Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man Bürgermeister von der Reling kotzen sehen, holleri. Ja, moin, die Landratten, hier ist euer Bürgermeister Fred von Fettspielen und ich begrüße euch alle recht herzlich hier auf der Kreuzfahrt auf dem Fred Red. Wir haben tatsächlich endlich einen Namen gefunden, beziehungsweise es war Mr. Nice Guy, der so nett war, uns diesen Namen doch nahezulegen. Das ist also der Fred Red und hier ist der erste Fährenhafen und wir beginnen jetzt unsere Kreuzfahrt hier auf diesem Schiff und wollen mal schauen, was wir hier am Ufer des Fred Red doch so alles machen können. Mal schauen, wir schauen uns also hier mal das Ufergelände an. Eigentlich ist es ganz schön hier mit der Villengegend, nur sind hier irgendwie noch gar keine Villen am Start. Wir schauen doch mal hier auf die Karte. Ah, da liegt es auch. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas machen. Ich gehe mal hier in das Parkmenü Richtung Plaza, klassisch. Irgendwas müssen wir da auch machen können. Vielleicht hier noch einen Riesenbrunnen. Der ist natürlich viel zu riesig. Ich brauche einen kleineren Park. Ah, genau. Sowas, damit wir auch hier das grandios auf das höchste Einkommensniveau pushen können. Auch hier. Ich möchte eigentlich eine gesamte schöne Villengegend hier am Ufer, am Nordufer des Fred Red haben hier in Fredtastica. Deswegen müssen wir auch hier nochmal einen riesen tollen Park machen. Das Amphitheater ist da ja schon. Vielleicht kriegen wir hier diesen Riesenbrunnenpark irgendwie reingesetzt. Wo passt das denn am besten? Ja, der macht natürlich auch einen ganz, ganz guten Eindruck da. Wir können natürlich auch mal gucken, ob wir hier Richtung Plaza was machen können. So ein Skulpturgarten, obwohl klassisch ist eigentlich immer besser. Also Riesenbrunnenpark. Und jetzt ist das hier auch hoffentlich auch bald tiefgrün. Wenn nicht, werden wir hier nochmal was Kleines reinbauen. Dann möchte ich aber nichts anderes mehr sehen. Und dann haben wir das Nordufer hier doch schön optimiert. So, Parks gibt es hier also genug. Und was machen wir hier am Südufer vom Fred Red? Ich würde mal sagen, dort können wir eigentlich erstmal ein bisschen was begrünen. Dort haben wir, obwohl ich meine, wir haben ja die Möglichkeit hier noch irgendetwas hinzubauen. Aber leider muss das ja zwangsläufig durch eine Straße verbunden werden. Das wird natürlich ein bisschen hässlich sein, wenn wir jetzt hier noch eine Straße machen. Deswegen werden wir uns einfach nur um die Begrünung kümmern. Ich würde sagen, so sieht das doch schon mal schön aus. Das ist doch mal ein Ufer, was sich sehen lassen kann. Und die Kreuzfahrt geht weiter. Wir gehen in die Regionsansicht und wechseln in die nächste Stadt. Wir wechseln nach Fred City und mal schauen, wie da dort die Uferpromenade aussieht und wie wir dort das Ufer vom Fred Red optimieren können. Weiter geht's. Also hier in der nächsten Stadt, in unserer Hauptstadt, Fred City. Dort kann ich ja übrigens auch mal gleich mich um die Kraftwerke kümmern, die es hier gibt am Ufer, denn dort gab es nämlich eine Idee von SimCrafter XL, der hat gesagt, ich soll mir das Kohlekraftwerk einsparen und dann Öl übers Depot importieren, was günstiger kommt. Und Bambi hat genau das Gegenteil gesagt. Bambi hat gesagt, genau andersrum, ich soll mir lieber das Ölkraftwerk einsparen, weil das Öl nämlich teurer ist und stattdessen Kohle importieren. Jetzt die Frage, wie wir das machen. Ich würde mal sagen, wir werden das durch eine faire Enemene-Miste irgendwie herausfinden. Also, Enemene-Miste, es rappelt in der Kiste, es rappelt im Karton und du bist dran. Also, es ist ein Ölkraftwerk, wir sparen uns das Kohlekraftwerk ein. Also mache ich einmal zack und wir werden durch ein Handelsdepot Öl importieren. Schauen wir mal, wo das Ganze machbar ist. Hier wahrscheinlich im Beruf, im Bereich Spezialisierung. Da ist das Handelsdepot. Hier ist mal wieder kein Platz. Und jetzt müssen wir schauen, wo wir uns diesen Platz schaffen. Ich kann es ja auch woanders hin machen. Hier ist ja auch ein Handelsdepot schon. Was macht das denn eigentlich? Quatsch macht das. Achso, hier bin ich mit einem Versandlager ist hier nur. Ah, okay, alles klar. Wenn wir hier also Öl importieren, würde ich sagen, Rohöl. Zack, zack. Und dann stelle ich das Ganze auch noch auf Import. Rohöl wird importiert. Und dann hier hoffentlich in dem Ölkraftwerk geregelt. Wir werden mal beobachten, wie das läuft. Dann kann ich ja hier vielleicht die globalen Rohöllieferungen wegnehmen, wenn das hier immer voll ist. Aber das mache ich jetzt noch nicht, weil sonst haben wir wahrscheinlich wieder keinen Strom in der Übergangsphase. Wir gucken mal hin. Moment, noch Überschuss und so soll das auch bleiben. So, die Kreuzfahrt geht weiter. Hier sehen wir das Schiff, wie es reinfährt in unsere Stadt Fred City. Und ich werde mal schauen, wie hier das Ufer aussieht. Also, hier mit dieser Straße, brauchen wir eigentlich diese Doppelstraße? Ist das eigentlich schön? Obwohl, natürlich ist es schön hier. Ah,
Ja, nee, das ist ja auch mal wieder was. Ach ja, ich erinnere mich, das war dieses Straßenstück, was. Komm, wir machen hier eine Wendemöglichkeit. Was haltet ihr denn davon? So. Oha! Was ist das denn hier? Sind das neue Parkplätze? Neue Fläche? Auf jeden Fall hat sich hier das gerade vererweitert. Also machen wir hier einen schönen Wendehammer und vielleicht können wir auch hier das Ufer etwas begrünen. Ich werde auch hier mal ein paar Bäume setzen. Ne, da passiert gerade noch gar nichts. Aber das ist natürlich hässlich. Oh, das Ufer ist also noch nicht ganz so optimal. Vielleicht kriegen wir da noch was Besseres raus. Ich werde es auf jeden Fall hier nochmal upgraden, damit das wenigstens gleichermaßen aussieht. Ja? Und dieses Südufer, dort haben wir ja ein paar Häuser der unteren Einkommensschicht. Ich könnte natürlich dieses Ufer auch mal grundsätzlich bebauen. Noch stärker bebauen quasi. Das heißt, ich werde jetzt auch mal hier Wohngebiete machen. Und warum auch nicht die Straße upgraden? Jetzt haben wir hier natürlich also Gebäude der unteren Einkommensschicht, aber dafür haben die immerhin die Möglichkeit, hier auf den Fred Red zu schauen. Und na, ob man hier denn baden kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht die Wasser trotzdem hier die Füße ins Wasser zu halten, hier vielleicht, wenn es da runter geht. Also ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall hässlichere Dinge. Das heißt, hier kann man sich doch mal nicht beschweren. So, weiter geht's am Ufer. Hier oben können wir vielleicht auch wieder ein bisschen begrünen, würde ich sagen. Ja, wo ist denn unser Waldtool? Das werden wir wahrscheinlich noch öfter gebrauchen heute. Aber auch da geht's nicht. Da geht's auch nicht weiter. Da ist wahrscheinlich hier schon die Hanglage zu stark gekommen. Jedenfalls werden keine Bäume mehr gepflanzt. Hier ist die Oper. Die Oper macht sie natürlich sehr, sehr schön am Fluss. Aber wir müssen natürlich mal schauen, ob wir das nicht durch etwas Besseres ersetzen, weil die Oper uns einfach keine Kohle bringen möchte. Wir sehen es auch hier. Ich habe sie auch geschlossen das letzte Mal. Tja, so, was machen wir hier mit dem Ölkraftwerk? Da können wir schon mal ein Schild hinsetzen. Aber erweitern werden wir es erst, wenn wirklich Not am Mann ist. So, hier ist Industrie, unser Industrieufer. Ja, da können wir hier natürlich auch mal dafür sorgen, dass das wenigstens auch wirklich nach schwer arbeitenden Menschen aussieht und nicht nach Trümmerhaufen, nach leeren Fabriken. Was ist denn das für ein Image, was wir dort präsentieren der Öffentlichkeit? Das geht natürlich nicht. Tja, und ich könnte hier... Oh, was haltet ihr denn davon? So eine kurvenreiche Straße. Das ist eigentlich geil. So eine Art Umgehungsstraße für dieses Eck. Und da kann ich jetzt auch nochmal ein Industriekarree ransetzen. Auf der anderen Seite nicht, aber gut, so ist es halt. Wahrscheinlich kriege ich da trotzdem keine Bäume hin, aber... Ah doch, ein bisschen. Na, warum nicht? Uferoptimierung geht weiter. Auch hier können wir ein bisschen begrünen. Immerhin, da geht auch die Bebauung ganz gut. Und hier sieht es ja wirklich auch sehr, sehr schön aus. Ich bin beeindruckt. Die Kreuzfahrt kann weitergehen. Wir gehen in die Region. Tja, aber eigentlich ist die Kreuzfahrt jetzt schon vorbei, denn FredTech hat leider gar keinen Zugang zu FredRed. Und wir haben auch keine Möglichkeit, einen weiteren Fährhafen zu bauen. Schade, schade. Wir müssen also mal vielleicht hier in Badingen ein neues Gebiet erschließen und uns dort drum kümmern. Aber das machen wir im nächsten Let's Play. Euer Fred von Fred Spielen.